Dabei galt Russland mal als verlässlicher Partner. Putin wird im Deutschen Bundestag 2001 herzlich empfangen und redet über Russlands Wunsch nach Frieden. Russland ist ein freundliches europäisches Land. Für unser Land, das ein Jahrhundert von Kriegskatastrophen durchgemacht hat, ist der stabile Frieden auf dem Kontinent das Hauptziel. Kanzler Schröder sah in ihm einen lupenreinen Demokraten. Und die deutsche Öffentlichkeit zeigte Sympathie für den Kreml-Chef. Doch Putins Haltung zum Westen änderte sich spätestens nach dem völkerrechtswidrigen Irakkrieg der USA. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2007 erlebt die Weltöffentlichkeit einen veränderten Putin mit scharfen Angriffen gegen die USA. Wir sehen eine immer stärkere Nichtbeachtung grundlegender Prinzipien des Völkerrechts. Mehr noch, bestimmte Normen, ja eigentlich fast das gesamte Rechtssystem eines Staates, vor allem natürlich der Vereinigten Staaten, hat seine Grenzen in allen Sphären überschritten. Sowohl in der Wirtschaft, der Politik und im humanitären Bereich wird es anderen Staaten übergestülpt. Nun, wem gefällt das schon? Wem gefällt das schon? Es war wohl nur eine Frage der Zeit, bis Putin entsprechend reagieren würde. Grundsätzlich bauen die NATO und die Amerikaner auf militärische Stärke. Norfolk, Virginia, der größte Militärhafen der Welt. Wir sind an Bord der USS George Bush. Gleich zu Beginn der Ukraine-Krise schickte Präsident Obama den Flugzeugträger ins Mittelmeer nach Piräus, eine Flugstunde von Sewastopol und der Schwarzmeerflotte entfernt. Auch wenn solche Operationen viel Geld kosten, es wird sie künftig häufiger geben. Das prophezeit einer der ranghöchsten NATO-Generäle. Fast zwei Jahrzehnte lang haben viele europäische Länder mit der Idee gelebt, dass man die Ausgaben für Verteidigung und Sicherheit reduzieren kann, da die Welt sicherer geworden war. Aber das ist heute leider nicht mehr der Fall. Wir haben jetzt die wichtige Aufgabe, wieder in unsere Verteidigung und Sicherheit zu investieren. Hier in Norfolk wird auch die Modernisierung der NATO vorangetrieben. Vor allem Polen und Balten fordern mehr Schutz vor Russland. Das Risiko dort ist heute sehr präsent. Das ist eine unanfechtbare Tatsache. Es ist logisch und berechtigt, dass die NATO Engagement gegenüber den baltischen Ländern zeigt. Und das ist genau das, was gerade passiert. Viele Länder unterstützen die Balten militärisch mit Ausbildung und Training. Wir zeigen eine starke Präsenz in den Ländern Osteuropas. Aber gerade das weckt Russlands Ängste. Ganz zweifellos gibt es in Moskau, in der politisch-militärischen Elite, so etwas wie Niedergangsängste und Eingreisungsängste. Das kann man im Hinblick auf das Schwarze Meer und die Ostsee relativ präzise sagen. Und wenn man nun mit den Russen sozusagen politisch agiert, ohne diese Ängste einzubeziehen, dann orientieren sie sich aber nicht mehr an diesen langfristigen Interessen, sondern reagieren wie ein in die Enge gedrängtes Tier. Besonders auf die NATO-Osterweiterung. Im Laufe der Jahre rückte das westliche Militärbündnis immer näher an Russland heran. Die mögliche NATO-Mitgliedschaft der Ukraine, für Russland ein Affront, ebenso wie die Aufstellung des US-Raketenabwehrschilds in Osteuropa. Russland ist gegen eine Stationierung amerikanischer Raketenabwehrsysteme in Europa, weil das Systeme sind, die das russische strategische Atompotenzial neutralisieren sollen. Die USA wollten dieses Gleichgewicht zerstören und Russland strategisch für amerikanische Raketen verwundbar machen. Provokation auch mitten in der Ukraine-Krise. Die NATO führt ein Manöver in der Westukraine durch. Und zieht gleichzeitig ukrainische und amerikanische Kriegsschiffe im Schwarzen Meer zusammen. Gefährliche Muskelspiele. Mit der Konsequenz, Russland destabilisiert die Ukraine immer weiter. Soldaten der ukrainischen Armee im Flughafen von Donetsk. Bilder aus dem vergangenen Herbst. Schauplatz einer der heftigsten Auseinandersetzungen zwischen ukrainischer Armee und Separatisten.
Die ukrainischen Soldaten sind hoffnungslos unterlegen. Nach wochenlangen Kämpfen müssen sie den Flughafen am Ende preisgeben. Ein Symbol für den Untergang der ukrainischen Streitkräfte. Mitten in den Kämpfen versuchen ukrainische Soldaten, einen schwerverletzten Kameraden zu bergen. Er hatte versucht, eine feindliche Granate zurückzuwerfen. Seine Kameraden können sein Leben retten. Das ist der Mann, Alexander Tereschenko. Er verlor die linke Hand und den rechten Arm. Wir treffen den 48-Jährigen im Krankenhaus von Dniepropetrovsk, 200 Kilometer von der Front entfernt. Alexander wird nie wieder ein normales Leben führen können. Und dennoch ist er stolz, seine Heimat verteidigt zu haben. Deshalb ist für Lettland der militärische Beistand der USA noch wichtiger geworden. Erst vor einigen Tagen lieferten die Amerikaner 750 Kampf- und Radpanzer nach Riga für ein Manöver im ganzen Baltikum. Wir sind die 3. Infanteriedivision, die in die baltischen Staaten kommt. Wir werden mit den NATO-Verbündeten trainieren und mit anderen Partnernationen, sodass wir lernen, Schulter an Schulter zu kämpfen, so wie wir es in den letzten 10 Jahren im Irak und in Afghanistan bereits getan haben. Wir werden hier das Gleiche tun und Russland und Putin zeigen, dass wir fest zusammenstehen und eine Aggression nicht hinnehmen. Viele der US-Panzer sollen am Ende der Manöver in Lettland bleiben. Die Politik der Abschreckung ist zurückgekehrt. Die Rückkehr Russlands zu vermeintlich alter Stärke hat einen hohen Preis. Die europäische Friedensordnung ist in Gefahr. Vertrauen ist zerstört. Alte Feindschaften brechen wieder auf. So beginnt ein neuer, kalter Krieg.